jeden Fall sind wir jetzt am ersten Bahnhof hier in Frankreich. Sind hier im ICE Richtung Paris-Ost. Erstmal Metro Station in Richtung Paris-Montparnasse. Und dann noch checken, was abgeht. Ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt die Sitzplatzreservierung kriegen, ne? Merlin? Let's go. Thanks. Thank you. Ja, Mann, hier ist unser Ticket. Erste Klasse im TGV. Erste Klasse, auf geht's. Willkommen in Paris. So, wir sind jetzt in La Teste de Arcachon. So. Ah, französisch Spruch hier am Start. Genau, und jetzt laufen wir gerade random hier in den Wald rein, haben so ein paar Wanderwege rausgesucht und suchen uns mal einen Schlafplatz. Ja, Mann, und dann geht's morgen weiter, ne? Ja, morgen richtig früh raus und dann let's go. Ja, Digga, dann haben wir jetzt den Schlafplatz aufgebaut. Ich bin hier unten mit der mit dem Schlafsack. Merlin hier mit dem der Hängematte. Ja, ne? Und dann geht's morgen früh weiter Richtung Andres. I'm on a menu today. Oh, wir sind jetzt hier in Andres. Genau, Andres, stimmt. Andres. 3 Jahre ist es ja, ne? Vor 3 Jahren waren wir genau an diesem Ort hier. I'm on a menu today and I know. So, wir haben uns jetzt Plattpfirsiche hier gegönnt. Richtig geil. So, Alter. Auf geht's. So. So, wir haben uns jetzt 2 Surfbretter geholt und jetzt haben wir 2 Stunden Zeit, müssen zu surfen. Für Henning die erste Session, für mich die dritte. So, hier ist unser Camp für die nächste Nacht. Wir haben jetzt einfach die Überdachung von meinem Zelt aufgespannt, so als Tarp. Ja, Mann, und dann können wir jetzt hier drin pennen. Ja, hat geklappt, Digga. Ja. Ja, so muss das aussehen, Digga. Ja. So, nächster Tag. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Bahnhof wieder, vom Bahnhof von Frontignan. Und ja, wir machen uns auf dem Weg heute nach Menton auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich steigen wir... Brandgefahr, so ein Schild habe ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich steigen wir in der Stadt vorher aus, wenn man da besser campen kann. Außer es ergibt sich halt irgendwie, dass wir im Zug nochmal auf die Wetter-App gucken und es doch gar nicht regnen sollte, dann können wir auch easy nach Menton fahren. Das werden wir dann spontan sehen, aber Ziel ist auf jeden Fall erstmal weiter an Mittelmeerküste entlang und dann Richtung Menton, bunte Stadt und dann... Halb 9, 10, halb 11.
Richtung Nice. Wir waren 3 Stunden Tag in Marseille und mal gucken. Dann müssen wir irgendwie noch nach Menton kommen. Ich hoffe, das Timing stimmt. Wenn das alles passt, dann sind wir irgendwann um 9 Uhr da. Statt 18 Uhr, aber passt schon. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. Um 9:15 hier in Mentor oder Montor. Montor irgendwie so. Montor. Nachdem wir 3 Stunden stuck waren in Marseille, richtig Pain. Wir dachten schon, dass wir gar nicht ankommen. Hat jetzt aber doch geklappt nach ein bisschen Warten. Ja, genau. Jetzt gehen wir erstmal zum Carrefour City und dann irgendwo wieder in den Wald, Hängematte aufspannen und morgen schauen wir uns auf jeden Fall mal die City an. Ja, Mann. Ja, genau. Und dann geht's irgendwann die Tage, wahrscheinlich morgen Mittag oder so, gehen wir dann in die Berge. Pennen auch noch eine Nacht und dann danach den Tag nochmal wandern. Ja, und dann treten wir auch langsam den Rückweg an. Also was heißt ein Rückweg? Weiterreise nach Italien und Schweiz. Stimmt, so kann man es auch sehen. Genau. Und jetzt ein Marsch. So, der Schlafplatz für heute ist eingerichtet. Merlin da hinten in der Hängematte. Ja, cozy, oder? Es hat uns voll weggehauen mit dem Regen, Alter. Nachts ja, auf einmal so ins Gesicht tröpfelt mir es rein und ich höre nur so. Und dann ja, hat es halt immer stärker geregnet, dann sind wir jetzt aufgestanden. Ja, und wir dachten uns, bevor wir da jetzt weiter liegen, können wir jetzt auch schon mal in die Stadt gehen. Ist eh ganz geil, weil dann haben wir gleich den Strand für uns, wenn die Sonne aufgeht. Straßen komplett leer. Ich meine, was erwartet man auch um die Uhrzeit, ne? Auf einen Mittwoch. Ja, so sieht's aus, Alter. Ich liebe diese Cam. Ja, ich auch, Alter, glaub mal. Oh, Digga, mit der View, Junge. I'm on a menu today. All the shadows, they surround me. I'm on a menu today, and I know I deserve it. I know I deserve it. Waterfall, waterfall, I'm jumping from the lights are breaking, and the spikes are stabbing me. Waterfall, I'm jumping from the lights are breaking and the spikes are stabbing me. Was lassen wir offen kommen, Tim? So, wir sind jetzt angekommen hier in der Schweiz, in Lugano. Ja, wir haben 2 Stunden Umstiegszeit, deswegen gucken wir jetzt mal, da hinten ist irgendein See, was man da vielleicht machen kann. Nix. Nix. Einfach warten. So ein Keck. Geil, Digga. Ah.
For you I bleed myself tradition. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things that you